Slavia Prag gegen Monaco. Ich hätte dich gleich von vorne anfangen können. Ah ja, genau, AS Monaco. AS Monaco, deswegen. Bin ich kurz auf der Seite umgestanden, jetzt habe ich überlegt, tschechische Liga gibt es ja gar nicht. Stimmt. Komm. Ja, jetzt bin ich gerade wieder. Hä, wie finde ich die dann? Ja. Hallo Pumpster, herzlich willkommen in meinem Stream. Hat's ihm nicht taugt bei mir. Das verstehe ich. Einen Pro-Gamer einfach so über die Schulter zu schauen, das halt keiner aus. Muss Was war das jetzt? irgendwas haben sie verschoben draußen. Gut für den Parkettboden. So, Die bleiben wir so. Partywohnung um. Ja. Ich komme aus Sachen FIFA spielen. Wo ist das Wohnzimmer? Wieso ist das jetzt das Schlafzimmer? Ja, natürlich wird man jetzt hier vor Slavia Prag Respekt haben. Also Underdog-Mannschaften, die können es in sich haben. Haben wir schon auch bei unserer WM, EM und so weiter gesehen. Auch bei den Champions League-Bewerben, die wir noch nicht gestreamt haben. Ja. Ja, da ist auch mein dritter Neuzugang, Iago Aspas, im Sturm von Anfang an dabei. Ja, Monaco, derzeit in der Liga ja nicht so gut dabei. Oh. Mal schauen, ob es in der Champions League klappt, unter einem neuen Manager oder einem neuen Präsidenten. Oh, schön. Da ist er, der Star. Hat aber keine Anspielstation da vorne. Oh, gut. Ja. Oh, jetzt auch gleich Gelb. Oh, Naldo spielt da. Ja, Nalda spielt da. Hast du nicht gewusst? Dachte mir, der spielt bei Schalke. Spielt er nicht mal bei Schalke? Anscheinend nicht. Oh, der schnelle Fußballer. Kommt aber nicht mehr zum Schuss. Ja, Prag versteckt sich aber nicht. Oh. Trauere, einer unter vielen. Mich würde es interessieren, wie viel Trauere es gibt. Sicher 30 oder so. Das ist so wie mit den Sings. Genau. Ja, Klick. Aber zweimal hat er noch. Ein Silbe. Das doch. Also irgendwie kommt man vor, am Anfang von der Partie ruckelt es und das wird dann immer besser, aber mit der Zeit. Das kann auch sein, ne? Oh! Golovin, ist das ein Russe? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Oh!
kann ich dir dann spätestens in der Pause sagen. Oh, nein! Schön. Oh mein Ach, Gott, Batz. Was für ein Patzer! Führung für Monaco! Ah. Ja, komm gleich. Keine Sorge, kannst du dir dann nachholen nach dem Stream. Oh, das war ein Allspaß. So. Komm gleich? Das war gar nichts. Bitte nicht, jetzt. So geil war das doch nicht. Nein, nicht. Oh, das heißt, komm gleich. Ja, dann hat er sich durchgeschlängelt, schön. Ja, man muss auch sagen, danke an die Abwehr. Danke. So darf man nicht verteidigen. Oh, habe ich mir gedacht. Oh, zu weit vorgelegt. Und du hast aber sehr schnelle Spieler dabei, muss ich sagen. Oh, oh ja, da machst du Spaß. Taktisch. Jetzt Geld geben. Na, nur nicht verstecken, ist die Devise bei Prag. Ja, führen da hier Liverpool von Barcelona. Und dann kommen Porto, Leipzig und Falka. Und danach fällt wir Moskau. Ja, der Kapitän auf der anderen Seite macht das Ding rein. Ja, da war es jetzt einmal frei gespielt. Schöne Passkombination. Wichtiges Tor. AS Monaco Go! Nummer 9, Falcao. Oh. Na, das ist bitter. Weißt du was, aber eigentlich war das nicht so geplant. Ja, ich weiß, das ist der Wettsprung. Der war abgefälscht, gell? Ja. Ja, und so schnell kann es gehen. Und man ist 2-1 hinten. Der ist wirklich deppert abgesprungen, ja. Aber da habe ich mir gedacht, da muss ich wegpassen, weil da war der Goalie schon weit draußen. Ja, war gut, gut gemacht alles das so. Naja, weißt du, normalerweise mache ich ja immer einen Pass zu viel. Ja, aber in dem Fall war es richtig. Es geht ja darum, dass du den Pass richtig hast. Und dem war gut. Oh. Spiel anfangen. Oh. Boah, da bist du deppert. Ja, ich glaube, die Pause ist einmal wichtig für Slavia Prag, um sich zu sammeln. Ja, jetzt doch Monaco sehr ins Spiel gekommen, gut. Oh.
Naja, mehr Schüsse haben sie gemacht. Golovin ist Russe. Gut, einen Wechsel wird es bei Prag geben. Tauri geht, Baluta kommt. Oh. Da ist er schon am Ball, Baluta. Oh. Jetzt habe ich zu lange gezögert. Ups. Boah, Aspas. Das war schön. Das war schön. Boah, der war unberechenbar. Ja. Weil er noch selber gegen den Lauf eigentlich geschossen hat. Für sich selber. Ja. Und die Uhren stehen wieder auf Null. Puh. Substitution for AS Monaco. Coming off the pitch, number 7, Marcus Lopes. Coming onto the pitch, number 20, Nasser Chadli. Oh, Chadli. Oh. Oh, Glück. Kennst du? Chadli, ja, Belgier. Also mit den Russen, den habe ich nicht gekannt. Obwohl ich ja viele Russen kenne. In der WM oder vielleicht sogar? Vielleicht daher, ja. Alter. Das war ein Torjubel im Hintergrund. Alter, hast du dich weggeht, Alter. Puh, aber das war jetzt ein Bombenschuss. Husbauer! Oh. Schön. Oh. War schön. Gut von Goli. Oh. Boah, das Spiel ist ein Horror, teilweise. Nur am Anfang. Oh! Oh, der war noch im Spiel dabei, scheiße. Ups. Na, aber sehr ausgeglichen. Einmal drückt die Mannschaft, einmal drückt die Mannschaft. Na, oh, schön. Nochmal abgelegt. Es ist ein sehr gutes Match, muss ich sagen. Da war der Goalie jetzt weg. Ja, da bin ich zu raus. Ja. Wie gesagt, Pass war sehr schön. Je länger ich FIFA spiele, desto mehr merke ich auch, dass ich ein bisschen mehr Übersicht immer wieder kriege. Ja?
Passt ja. Also nicht unbedingt gegen mich, aber. Gibt's jetzt durch. Oh. Ja, Kuhfall. Den kenne ich, den Kuhfall. Was? Mhm. Ich weiß zwar nicht woher, aber. Kuhfall, mal schauen, was für ein Land das ist. Tscheche. Wie jung? 26. Ja, Zmral geht. Zwei Assist gemacht. Hat seine Leistung bestätigt und Ola Jinka wird kommen. Stadin ist der letzte Wechsel für die Tschechen. So, hier wird auch noch die letzten zwei Wechsel durchgeführt. Ein Offensiver, ein Defensiver. Ja, schon. Martin Hess. Ist für ihn eine gute Partie heute. Oh. Oh. Alter. Aber da waren sich jetzt alle uneinig. Oh. Schön. Servus. Du hast sehr viele Tore versäumt. Sehr schöne noch dazu. Sehr schöne, ja. Aber das Gute ist, du kannst ja nach dem Stream dir das nochmal anschauen. Boah. The referee has indicated there will be a minimum of 2 minutes of added time. Okay. Na gut. Ah, dann rennt er nicht. Nein, da rennt er nicht. Ja, 3 zu 3. Verhandeln. Wieder unten ziehen. Das ist schön, dass du sogar aus der Badewanne zuschaust. Das ist Fantreue. Von den letzten 10 Spielen 9 Unentschieden. Wahnsinn, das hatten wir eigentlich noch nie so. Das war ein bitteres Tor. Okay. Ja, Slavia Prag muss sich nicht verstecken. Nein.